Am 25. Oktober 2023 fand im Schloss Wolkenstein ein Treffen der ehrenamtlich Beauftragten für Denkmalpflege im Erzgebirgskreis statt. Landrat Rico Anton lud zur Veranstaltung ein und sprach ebenfalls seinen Dank aus. Das ist unglaublich wertvoll für uns. Sie haben verschiedene Fachexpertisen, Sie haben die Ortskenntnis und Sie sind auch insbesondere für die Eigentümer von Denkmalen ganz wichtige Berater bei der Umsetzung von Baumaßnahmen an den Denkmalen und auch Ansprechpartner für unsere Behörde. Ja, wir haben über 6000 Baudenkmale im Erzgebirgskreis und die allein mit den Mitarbeitern der Behörde zu betreuen, wäre fast ein Ding der Unmöglichkeit. Insofern ist es sehr wichtig, dass wir die Unterstützung vieler ehrenamtlicher Denkmalpfleger haben und mit denen treffen wir uns einmal im Jahr, heute in Schloss Wolkenstein. Wir beschäftigen uns natürlich heute mit Schloss Wolkenstein, wo wir zu Gast sein dürfen. Da auch nochmal herzlichen Dank an den Bürgermeister Liebing. Hier ist ein großes Projekt jetzt am Start. Das soll jetzt schon in den nächsten Tagen losgehen. Es soll ein Neubau hier hinten, wenn wir uns in die Richtung wenden, errichtet werden. Viel Glas. Und in deutlicher Abgrenzung zur historischen Bausubstanz. Dass man sieht, was ist alt, was ist neu. Und dieser Neubau soll halt viele Funktionen in sich vereinen. Insbesondere einen barrierefreien Zugang in die Ausstellungsräume ermöglichen. Das ist natürlich heute einer der Schwerpunkte. Ansonsten natürlich der fachliche Austausch auch unter schwierigen Rahmenbedingungen. Die hohen Baukosten machen uns natürlich auch gerade im Bereich der Erhaltung von Baudenkmalen stark zu schaffen. Das ist natürlich mit Aufwand verbunden. Ich glaube, da brauchen wir ein Stück weit Liebe dazu. Aber es lohnt sich, wenn man sich anschaut, wie schön viele Denkmale inzwischen saniert wurden. Ich würde mir im Bereich der Denkmalpfleger wünschen, im Ehrenamt, dass vielleicht auch die Jugend Gefallen an dieser schönen Aufgabe findet und uns ja auch die Nachwuchsgewinnung gelingt. Weil das brauchen wir, damit das hier erfolgreich weitergehen kann. Ziel des Treffens war, die Arbeit der Ehrenamtler zu würdigen und ihnen Danke zu sagen. Wolfram Liebing mit seinem Grußwort. Ich grüße euch alle ganz herzlich und freue mich, dass wir uns hier zusammenfinden. Denkmalschutz, Schloss Wolkenstein, Bürgermeister. Bürgermeister war man ja nicht immer. Ich war auch mal Bauhilfsarbeiter einige Jahre. Also ich kenne auch die andere Seite der Baustelle, die ganz unten ist, dann wie dann die Steine in die fünfte Etage kommen, wenn kein Fahrstuhl da ist. Also das sind dann auch alles Herausforderungen, vor denen wir immer stehen als Gesellschaft. Aber für den Teil der Arbeit, den ihr leistet, den Sie leisten, im Ehrenamt, möchte ich mich auch als Bürgermeister jetzt ganz herzlich bedanken. Jetzt haben sich neue Dinge aufgetan. Also wir haben zum Beispiel fürs Museum haben wir eine ganz große Amethyst-Schenkung bekommen. Und die wollen wir ja ausstellen. Und das ist eigentlich der Grund gewesen, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir unser Museum überdenken. Und das haben wir gemacht. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber das Museum soll also rundherum eigentlich ein neues Gesicht kriegen. Schloss Wolkenstein, das ist wirklich ein Großprojekt, an dem geplant ist, einen neuen Westflügel zu errichten, um mehrere Probleme mit einmal zu lösen. Ja, wir haben überlegt, brechen wir Decken durch, bauen wir einen Fahrstuhl außen ans Gebäude an. Dabei ist es ganz wichtig, nicht das Denkmal zu überschreiben, sondern einen qualitätsvollen Bau dazuzusetzen. Natürlich sind die ehrenamtlichen Denkmalpfleger auf Nachwuchssuche. Mitbringen sollte man vor allem Interesse an der Region und Ortskenntnis. Bei Interesse können Sie sich bei der unteren Denkmalschutzbehörde des Erzgebirgskreises melden.